Ich bin wieder da. 3 Tage Tokio, gestern Rückflug, heute wieder im Büro. Wow. Ich glaube, meine Augenringe, denen kann ich schon Namen geben. Ich denke, das hier ist Hans-Jürgen und den nenne ich Kasimir. Naja, wenn ihr das Video gestern nicht gesehen habt, eigentlich brauche ich euch das nicht erklären. Wenn ihr das Video gestern nicht gesehen habt, dann Unverschämtheit, klickt nochmal rein, holt das an dieser Stelle nach. Ihr wisst ja, ich darf noch nicht sagen, was Anlass dieser Geschichte war, weswegen das in diesem Kontext aktuell hier so ein bisschen unvermittelt dazwischen gequetscht wird. Aber ich habe was mitgebracht. Das filmt mich gerade. Was genau es ist, wird in Kürze enthüllt. Okay, das hier ist das Komiker Vimo C. Toller Name. Es ist eins dieser, ich sag es mal blasphemisch, Dual-Wireless-Mikrofonsysteme, die man mittlerweile schon ziemlich häufig gesehen hat. Also ein Empfänger, der auf die Kamera draufkommt und 2 Sender, mit denen man zum Beispiel mit 2 Personen ein Interview führen kann. Das Ganze steckt in so einem magnetischen Ladecase, wo es gut verstaut ist, automatisch gepairt wird und direkt aufgeladen mit nur einem Anschluss. Das ist ein ziemlich praktisches Vorgehen und ich glaube, das Holyland Lark 150 war das erste dieser Art mit so einer Ladeschale. Es gibt viele weitere, das DJI Mic oder das Rode Wireless Go 2, wahrscheinlich das populärste, wenn auch ohne Ladecase. Allesamt Dualsysteme und die haben alle gemein, dass man entweder über Klinke ein Mikrofon anschließen kann oder direkt in diesen kleinen Sender reinsprechen kann, denn das ist auch ein Mikrofon verbaut. Ich habe solche Geräte bisher immer mit angestöpselten Mikrofon verwendet, denn zum einen sind die Sender immer noch vergleichsweise groß. Zum anderen ist die Tonqualität nicht immer so super überzeugend. Mit Ausnahme des Rode Wireless Go 2, das ist wirklich gut, ich habe es in Japan verwendet. Aber ihr seht hier auf der Aufnahme, dass es trotz allem immer noch ein relativer Klopper ist, wenn es da so am Hals hängt. Das Vimo C ist in einem Punkt ein bisschen anders, denn hier kann man kein Mikrofon anstöpseln, kein extra Lavalier. Es gibt nur diese eigentlichen Sender, die eben Mikrofone sind und das war's. Und der Grund, warum mich das hier total überrascht hat, gerade in Anbetracht des Preises, so sehr, dass ich gesagt habe, ich nehme es auch ins Advent-Event auf, ist, dass nicht nur diese Systeme, die sind so dermaßen klein, die sind regelrecht winzig und super leicht und die Tonqualität ist überraschend gut, wirklich so überraschend gut, dass ich den Mikrofonanschluss im Grunde genommen nicht vermisse. In Japan hatte ich das hier als mein Hauptmikrofon dabei. Wenn ihr das gestrige Video gesehen habt, das ist komplett damit aufgenommen worden. Und ich hatte nicht das Gefühl, irgendeinen Kompromiss in diesem Punkt eingehen zu müssen. Im Gegenteil, es war für mich sogar ein großer Vorteil. Winzig kleines Packmaß, das musste ja alles mobil mitgenommen werden und unheimlich unkompliziert in der Nutzung. 2 Stück hiervon, 2 Sets, könnt ihr übrigens heute gewinnen, mehr dazu später. Ich will euch aber kurz einen Überblick geben, was es hierzu noch zu sagen gibt. Und ehrlich gesagt, so viel ist es gar nicht, denn die meisten dieser Dual-Wireless-Systeme unterscheiden sich nicht nennenswert voneinander. Das hier, das Vimo C hat erfreulicherweise, sage ich mal, auch gar nicht so wahnsinnig viel Schnickschnack. Wie man es von diesem System erwarten sollte, funktioniert das Pairing und die Verbindung problemlos. Alles ist hier drinne. Sobald man irgendwas rausnimmt, ist es automatisch verbunden. Entweder nur 1 oder 2, je nachdem, wie ihr wollt. Mit den mitgelieferten Kabeln wird das Ganze dann einfach auf der Kamera befestigt. Und ihr könnt es sowohl in eine Kamera als auch ins Smartphone reinpacken. Windschutz ist auch dabei, also im Grunde genommen erstmal alles, was man braucht. Ich mache das jetzt mal hier dran, damit ihr zum Vergleich den Ton hören könnt. Die Bedienung grundsätzlich ist ganz, ganz simpel. Es gibt nur wenige Funktionen. Ihr könnt beide Mikrofone in 4 Stufen pegeln, direkt am Gerät, unabhängig davon, dass ihr natürlich nochmal in der Kamera pegeln könnt. Es gibt eine Taste am eigentlichen Sender, mit denen ihr die verschiedenen Modi umschalten könnt. Entweder Stereo, dann werden beide Mikrofone jeweils auf einen Kanal gepegelt. Ihr könnt einen Safety-Track auswählen, dann wird nur das eine Mikrofon, das ihr verwendet, in unterschiedlichen Lautstärken auf beide Kanäle aufgenommen. Sehr, sehr praktisch. Feature, gerade wenn man mal irgendwie übersteuert, hat man die Möglichkeit, dann zum leiser gepegelten Kanal umzukehren. Oder es gibt als dritten Modus noch eine reine Mono-Aufnahme. Die ist drin, aber ehrlich gesagt gibt es eigentlich keinen Grund, Mono aufzunehmen. Wenn ihr nur ein Mikrofon verwendet, nehmt lieber immer Safety Track. Es gibt eigentlich keinen Grund, das Ganze nicht zu tun. Die eigentliche Größe, die ihr hier auf der Kamera seht, ist schon mal winzig. Das ist ziemlich praktisch. Und ein recht cleveres Feature, ist nur eine Kleinigkeit, mag ich aber ganz gerne, ist die Tatsache, dass ihr mit einem langen Druck auf eine der Tasten das Display einfach umdrehen könnt. Macht Sinn, denn wenn ich zum Beispiel vlogge, mal so drauf gucke, habe ich das Display richtig rum. Wenn ich umgekehrt so rum filme, drauf gucke, kann ich es auch richtig rum haben. Ist eine Kleinigkeit, für mich aber ziemlich gut durchdacht. Am Mikrofon selbst gibt es eine Noise Reduction Funktion, also die direkt quasi Umgebungsgeräusche rausrechnet.
Das würde ich euch aber auf keinen Fall empfehlen, denn wie ihr merkt, klingt der Ton danach ziemlich für die Tonne. Es gibt keinen Grund, das zu tun, weil man in der Postproduktion sehr viel besser den Ton rausfiltern kann und vor allem sehr viel artefaktfreier. Und die insgesamt ziemlich gute Qualität der hierin verbauten Mikrofone dadurch eigentlich nur unnötig ruiniert wird. Der Grund, warum ich übrigens das Mikrofon so innen reinbringe und nicht auf der Außenseite ist, weil auch das Vimo C natürlich so eine doofe LED dran hat. Ich weiß nicht, Rode macht das auch, ich glaube DJI hat es auch. Warum macht man das? Total doof, wenn das hier so am Hals herumleuchtet. Deswegen einfach die Innenseite und dann ist es zumindest ein bisschen unauffälliger. Okay, und so viel mehr gibt's ehrlich gesagt dazu nicht zu sagen. Ihr hört die Tonqualität, ihr habt es gestern schon gehört. Die ist meiner Meinung nach absolut brauchbar, so brauchbar, dass ich die Funktion, ein Lavalier anzuschließen, nicht vermisse. Denn ehrlich gesagt, man müsste wahrscheinlich, das kostet so 180 Euro, nicht ganz nochmal so, aber ähnlich viel nochmal in ein gutes Lavalier investieren, bevor man eins bekommt, das tatsächlich nennenswert besser klingt als die hier verbauten Mikrofone. Was, wie gesagt, für mich einfach der tolle Punkt an diesem eigentlich echt günstigen Set ist. Es ist natürlich alles aus Plastik, was ich jetzt in Anbetracht des Preises gerade nicht besonders schlimm finde. Vor allem ist es dadurch super leicht, was irgendwie auch Teil des Konzepts ist. Die Bedienung super simpel. Trotzdem hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit, alle Elemente nochmal einzeln über USB-C aufzuladen. Ihr könnt es natürlich im Ladecase machen, auf Wunsch aber auch nochmal einzeln. Akkulaufzeit erstaunlich gut. Ich habe es nicht komplett leer bekommen, aber während des ganzen Trips überhaupt nicht laden müssen, was für mich also eine vollkommen taugliche Akkulaufzeit ist. Ich glaube, angegeben sind 20 Stunden, das konnte ich nicht verifizieren, aber über den Tag überhaupt keine Probleme, gerade in Anbetracht der Größe auch ziemlich cool. Und die Reichweite erreicht bei realistischer Nutzung auch niemals die angegebenen Werte. Also ab ungefähr 20 Meter fängt es an zu knarzen, wenn man nicht mehr in direkter Sichtlinie ist. Also ich jetzt nicht so der Kamera zugewandt bin, sondern das irgendwo zum Beispiel hinter meinem Rücken hätte. Für mich nicht wirklich problematisch, weil bei direkter Sichtlinie kann man locker 50 Meter entfernt sein. Und nochmal, das ist ja so ein kleines Creator-Set. Das hier benutze ich nicht bei einer Filmproduktion oder sowas. Das hier benutze ich für sowas, wenn ich direkt bei YouTube in die Kamera rede. Wenn ich vielleicht irgendwie eine kleine Warenpräsentation machen würde oder sowas. Also in einem Bereich, wo man in der Regel wenige Meter von der Kamera entfernt ist. Weswegen das für mich auch so ein ziemlich theoretisches Testszenario ist, weil in der Praxis habe ich damit von der Verbindung überhaupt keine Probleme gehabt. Dafür aber ein im Kern sehr unkompliziertes, sehr kleines und leichtes, und ziemlich günstiges Gesamtpaket, was obendrein noch eine echt gute Tonqualität hat. Okay, und ich glaube, damit kann man das Ganze auch zusammenfassen. Ich finde, ein Produkt darf auch einfach mal nur das sein. Es muss nicht jedes Mal das Rad neu erfunden werden. Und wenn ihr Freunde des unkomplizierten Tons seid, dann könnt ihr 2 Stück von diesem hübschen kleinen Set gewinnen. Ehrlich gesagt, gestern musstet ihr ganz schön den Kopf anstrengen und ich habe es auch in den Kommentaren gemerkt, dass bei weitem nicht jeder richtig getippt hat. Ich glaube eigentlich, viele haben die Frage gar nicht bis zum Ende angehört. Daraus erklärten sich zumindest einige der Antworten. Heute machen wir es ein bisschen simpler. Vielleicht auch einfach deswegen, weil ich gerade einfach nicht die Muse habe, mir eine Kopfnuss auszudenken. Aus persönlichem, egoistischem Anlass, schreibt mir doch bitte mal eure besten oder kreativsten oder auch doofsten Tipps gegen akute Müdigkeit und Augenringe in die Kommentare. Meine ich ernst, schreibt irgendwas in der Richtung in die Kommentare, dann seid ihr im Lostopf für das Komica Vimo C. Und wir sehen uns dann auch schon morgen wieder um 16 Uhr. Denkt dran, ihr habt den ganzen Dezember Zeit, dies für das Video teilzunehmen. Denkt dran, ihr habt auch den ganzen Dezember Zeit, bei allen anderen Videos teilzunehmen. Wenn noch nicht geschehen, schaut mal rein, was euch davon interessieren kann. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.